Handrad. Ach, das fehlende Handrad! Ein Rudel Kanalgoblins hat es anscheinend für einen recht eigenartigen Totempfahl zweckentfremdet. Ich habe mich schon gewundert. Ich wollte eigentlich zuerst hier außenrum erstmal schauen. Aha, was liegt hier? Was liegt da? Gar nicht realisiert, dass direkt vor meiner Nase das Handrad war. Habt ihr euch sehr schön eingerichtet, liebe Goblins. Kreativ. Das muss man denen lassen. Ach, wie praktisch. Direkt wieder hier. Gefällt mir, wie das hier alles verzweigt war. Alles schön zusammenhängt. Was haben wir denn hier? Nichts so weit. So, das sieht doch mal nach einem Eingang und beziehungsweise Ausgang aus. Und jetzt bitte nicht nochmal zusammenstürzen, ich will raus. Nerim, wir kommen also in irgendeinen Außenbereich. Wo kommen wir jetzt hier raus? Irgendwo in der Nähe von Erotin muss es ja sein. Ich habe es geschafft. Der Kerker Erotins liegt hinter mir. Jetzt muss ich das Bergkloster aufsuchen. Laut Melvin muss ich einen Pfad nehmen, der sich links der Nordstadt Karbaid befindet. Ich sollte zwar die Handlanger des Kanzlers meiden, aber mich dennoch ausrüsten, um das gefährliche Nordreich passieren zu können. Am besten, ihr habt Stufe 11 oder mehr erreicht. Oh Gott, ist das hier finster. Wo sind wir hier gerade rausgekommen? Hier, tatsächlich, also rechts. Ich habe mir schon fast gedacht, rechts ist der offizielle Eingang in die Kanalisation, die wir auch schon mal gesehen haben, rechts neben der Brücke. Und links neben der Brücke gibt es tatsächlich noch einen Ausgang. Boah, es ist finster. Die Fackel bringt mir hier gar nichts. 3 Uhr morgens, warten wir mal kurz, bis wir Tag haben. Damit wir bei ein bisschen Licht reisen können. Das ist nämlich richtig verdammt finster. Wenn ihr darauf geachtet habt, beim Rausmarschieren aus dem Kanal haben wir zwischen den Gitterstäben nämlich eine Tageslandschaft gesehen. Und jetzt ist hier plötzlich Nacht- und Regensturm gewesen. Und was macht man vernünftigerweise in so einer Situation? Richtig, man wartet bei Regensturm und tiefster Nacht erstmal 7 Stunden lang vor dem Eingang. Hier, seht ihr? Da sieht man den Eingang, den ich gerade eben gemeint habe. Rechts von der Brücke. Alles so nah und doch so fern. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt unbeschwert einfach jederzeit wieder in Erotin rein und raus marschieren können. Ob die Wachen alle Bescheid wissen oder ob es denen egal ist. Wer ich bin. Oder was heißt egal? Oder ob sie einfach nicht unterrichtet wurden von Baratheon, dass ich jetzt vielleicht eine gesuchte Frau bin. Wisst ihr was? Das könnten wir eigentlich kurz testen. Ich renne einfach mal kurz vor die Stadt. Ah ja, Kopfgeld. Kopfgeld könnten wir auch gleich mal überprüfen. Kopfgeld 0 tatsächlich. Man würde doch meinen, dass zumindest ein kleines Kopfgeld auf einen ausgesetzt wird, wenn man schon gesucht wird. Aber nun gut. Ich renne nochmal ganz kurz hier vor Erotin. Wie gesagt. Und dann habe ich schon so einige Pläne. Wir haben ja jetzt ein großes Stück der Hauptquest gemacht. Es wird zwar vorgeschlagen, als nächstes mit Stufe 11 mindestens weiterzumachen. Wir sind jetzt schon Stufe 18. Aber ich möchte nicht, dass wir mit unseren Nebenquests zu stark in Verzug geraten. Keine Zeit, ich bin im... Nope. Also wie es aussieht, meine Freunde, können wir jetzt in aller Ruhe weiter in Erotin umherstreifen. So, was wollte ich schauen? Genau, die Weltkarte. Karbaid. Und von Karbaid wurde was gesagt? Nach Westen oder irgendwie sowas? Ich gucke nochmal ins Questlog. Ist eigentlich jetzt unerheblich, also nicht wichtig, da wir zuerst nicht dahin aufbrechen werden. Na. Links der Nordstadt Karbaid. Das heißt im Westen, Freunde! Ich bitte euch doch darum, bitte professionell sein. So, Karbaid, also hier irgendwo. Ich nehme an, vielleicht da am Zipfel oder hier am Zipfel irgendwo. Na gut. Aber da will ich auf jeden Fall noch nicht hinmarschieren. Wir haben nämlich so viele Nebenquests. Punkt Nummer 1. Ich markiere es euch am besten direkt. Feine Spinnenseide werden wir noch sehen. Will ich jetzt zuerst mal nicht machen. Artefakte aus der Vergangenheit. Oh, geile Musik. Das ist hier, Nautilus-Werft. Also wenn wir die Hauptstory weitermachen werden, ich werde dann erstmal hierhin, nach Karbaid, erkunden,
nach links zum Kloster, mit den Leuten reden und dann, wenn wir den Abschnitt mit der Hauptquest und mit Carbaid erledigt haben, dann marschiere ich zur Nautilus-Werft, weil das auch mehr oder weniger in dem Bereich da ist. Vorerst aber nicht. Spinnenseide ist hier im Wald, das werden wir vielleicht demnächst machen. Haus für 10.000 Goldmünzen kaufen, können wir vielleicht demnächst machen. Vielleicht sogar, wenn wir uns jetzt hier umgeschaut haben, Kopfgeldaufträge gemacht haben, hier die Nebenquest gemacht haben in Sildrin, die ich noch machen will. Vielleicht werden wir dann schon genug Asche haben für das Haus. Seht euch das an, wir haben schon knapp 8.000 Münzen und ich habe sogar wieder Zeug zum Verkaufen. Moment, während ich hier draußen bin, schmeiße ich einfach mal kurz hier meine zerschlissenen Sachen weg. Das wird niemandem auffallen, das ist kein Problem. Der abtrünniger Bruder. Genau. Isela-Ruinen, Tagebuch eines Abenteurers. Das ist hier unten nach Sildrin. Aber bevor wir da hingehen. Die Schuhquest, ja, da haben wir bisher noch nichts Neues. Geheimnisse der Beschwörung in den Büchern. Hier, so, gesucht, Karte. Das ist nämlich hier in der Köhlerei. Mehr oder weniger auf dem Weg nach Sildrin. Dann würde ich einfach mal sagen, ich teleportiere mich nach Steinfeld. Ja, also ich werde schon auf jeden Fall einen Teleportzauber benutzen, weil ich will nicht den ganzen Weg nach Süden hier laufen. Ich denke, ich würde dann hier zwar noch ein paar Sachen erkunden in diesem Bereich. Da gibt es ja auch noch so einiges. Aber jetzt vorerst nicht. Ich denke, bei solchen Quests, die sich hier befinden könnten, oder interessante Ruinen, bitte weist mich darauf hin, weil 100% werden wir das wahrscheinlich nicht. Ich würde gerne Nerim 100%, aber in der Hinsicht muss ich echt auch mal realistisch bleiben, weil, also, Leute, ganz im Ernst, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich tatsächlich alles in Nerim sehen werde? Sehr unwahrscheinlich. Also ich will jetzt so die Hauptpunkte mitnehmen. Das ist jetzt sozusagen mein Plan, der Masterplan. Ich möchte die... Wir teleportieren uns gleich übrigens. Ich gehe nur nochmal zum Haus des Großbauern, weil mir gesagt wurde, dass sich da ein Nerim-Zeichen befindet. Also ich laufe gerade nicht umsonst. Ich will die Hauptquest machen, nebenbei ein bisschen erkunden. Jetzt gerade auch wieder ein bisschen erkunden gehen. Im Mittelreich. Aber ich werde nicht ganz pingelig genau jeden Zentimeter auf der Karte absuchen gehen, sondern wirklich nur, wenn ihr auch mir sagt, ey, hör mal Stone, da und da in der Ecke, da könntest du vielleicht mal vorbeischauen. Da gibt es doch so einige interessante Dinge oder eine interessante Ruine oder eine mega hammergeile super Quest. So, Großbauer. Dann könnte ich das erkunden gehen, aber ich würde sagen jetzt vorerst, ich würde nicht unbedingt irgendwie wirklich alles, komplett alles durchsuchen gehen, wie bereits gesagt, okay. So, mir wurde gesagt, ich soll hinter das Haus des Großbauern gehen. Oh, geile Musik. Aber hinter dem Haus ist hier gar nichts. Na gut, vielleicht habe ich das auch nur falsch in Erinnerung. Mir wurde eigentlich gesagt, geh in das Haus des Großbauern und dann dort drinnen nach hinten. So, durchschnittliches Schloss, dann wollen wir mal. Schau weg! Möchte nicht ertappt werden. Dammit. Jetzt! Ach, sehr gut. So, also ich werde immer wieder so ein bisschen erkunden, ja klar. Aber ich werde das nicht 100%. Aber, also ein bisschen suchen, das sage ich jetzt wahrscheinlich zum vierten oder fünften Mal schon. Ein bisschen sich umschauen und suchen. Und dann. Ist gerade die Kampfmusik? Nein, okay, das ist noch die normale Erkundungsmusik. Ja, ich setze jetzt schon zum 10. Mal an oder sowas. Gut, aber auf jeden Fall ein bisschen umschauen. Und nicht zu vergessen, die Hauptquest machen. Und wenn wir dann die Hauptquest gemacht haben und dann immer noch sehr viel zu erkunden ist, dann will ich mich, falls noch nicht Enderal rausgekommen ist, das wird nämlich der wichtigste Knackpunkt sein. Ich will das nicht 100% und jeden einzelnen Mini-Winkel erkunden gehen, sodass wir noch in einer akzeptablen Zeit Nerim durchbekommen. Also mit nur so 200 Episoden. Und nicht mit, keine Ahnung, 400 oder sonst irgendetwas. Deswegen würde ich sagen, gehen wir hier bedacht vor. Oh, ein Schlüssel.
Schlüssel des Großbauern. Ich glaube, hier können wir einfach nur nochmal ins Haus dann rein. Ah, sieh mal einer an. Tatsächlich, hier beim Großbauern haben wir ein Nerim-Zeichen. Wie auch immer zur Hölle man hätte auf die Idee kommen sollen, dass man zum Haus des Großbauern... Okay, es ist ein besondereres Haus. Können wir irgendwas damit machen? Nein, okay. Das Haus ist zwar besonderer als so Häuser wie Julias Bauernhaus, Roberts Bauernhaus und solche Sachen. Aber, ja, einfach, vielleicht das Haus noch irgendwie mit einer Quest verbunden oder sowas, aber ansonsten einfach in das Haus einmarschieren, Großbauer, klingt interessant, rein, komplettes Haus durchsuchen, bis ganz nach oben, um dann das Nerim-Zeichen zu finden. Okay. Nun gut. Das dazu. Dann möchte ich jetzt mal nach Steinfeld reisen, damit wir uns an den Kopfgeldauftrag ranmachen können. Dazu muss ich das erstmal wieder finden hier. Steinfeld. Hatte Steinfeld keinen Teleporter? Doch, oder? Oh. Steinfeld hat keinen Teleporter gehabt. Moment, ich bin jetzt nochmal auf alle Zauber gegangen. Nö. Nein, okay. Bin ich gerade verwirrt. Ich hätte schwören können, dass Steinfeld einen Teleporter hat. Habe ich den nur übersehen oder was ist da los? Na gut, dann ist der nächste Punkt... Ja, Gilead, oder? Na gut, die Distanz ist ungefähr gleich. Steinfeld wäre ein bisschen näher gewesen. Dann halt eben auf nach Gilead. Mann, Steinfeld! Was ist da bloß los? In letzter Zeit, wenn ich aufnehme, hat Nerim immer öfter Abstürze. Also meistens bei so zweistündigen Aufnahmen, versteht sich. Ich bin immer noch paranoid. Kopfgeld 0. Sehr gut. So, dann müssen wir jetzt ziemlich genau nach Südwesten, genau. Und das ein ganzes Weilchen. Okay, ach, wir können noch gucken. Moment, mein Esel, der müsste doch auch hier irgendwo sein. Warte, wir haben uns doch gerade teleportiert. Dann könnten wir nämlich mal endlich wieder mit dem Esel reisen. Das haben wir erst einmal gemacht oder sowas. Der reist doch mit, oder? Ah ja, da ist er. Da ist er, ja, du Feine. Boah, ich weiß nicht, haben wir dem schon einen Namen gegeben? I don't know. Na gut. Jetzt geht es aber erstmal im Highspeed-Modus mit einem Esel auf an die nächste Kopfgeldquest. Aber das machen wir erst die nächste Aufnahme, muss ich leider sagen. Denn ich habe jetzt schon wieder knapp 2,5 Stunden aufgenommen. Das reicht erstmal. Ich brauche eine kleine Pause für meinen Hals. Und wir machen das nächste Mal direkt weiter bei der Köhlerei mit dem Kopfgeldauftrag. Und dann sehen wir, wo uns die nächsten Quests sonst noch so hinführen werden. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde, und wir sehen uns.